Hallo und willkommen zu meinem Erklärvideo. Mein Name ist Nick und hier habe ich ein paar Übungsaufgaben zum Thema das Volumen des Würfels. Bei der ersten Aufgabe haben wir einen Quader und einen Würfel gegeben und wir möchten wissen zuerst, wer von den beiden hat das größere Volumen und dann wollen wir auch wissen, wie groß die Differenz ist. Vom Quader wissen wir Länge, Breite, Höhe und vom Würfel wissen wir die Kantenlänge. Drückt bitte jetzt auf Pause, macht das Beispiel alleine und dann vergleichen wir danach die Lösungen. Die Lösung ist, dass wir mit der Formel V ist gleich G mal H arbeiten und uns deswegen zuerst die Grundflächen berechnen und diese dann mit der jeweiligen Höhe multiplizieren. Man sieht dann, dass das Volumen des Quaders größer ist als jenes des Würfels. Um die Differenz zu berechnen, rechnen wir also 440 minus 343 und können dann sagen, das Volumen des Quaders ist um 97 Kubikzentimeter größer als das Volumen des Würfels. Bitte passt auf bei den Einheiten. Die Grundfläche ist eine Fläche, deswegen haben wir hier 80 Quadratzentimeter bei dem Quader. Und das Volumen ist eine Volumenseinheit und deswegen brauchen wir Kubikzentimeter. In unserer nächsten Aufgabe geht es um Gold. Und zwar hat man sich überlegt, wie viel Gold hat eigentlich der Mensch in der gesamten Menschheitsgeschichte geschürft. Schürfen heißt, dass man das Gold aus dem Berg herausholt oder in Flüssen findet oder wie auch immer. Und man hat sich überlegt, wenn ich dieses gesamte Gold auf einen Haufen zusammenlege und das Ganze zu einem Würfel zusammenschmelze, dann würde dieser Würfel ein Volumen von 8000 Kubikmetern haben. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, welche Kantenlänge hätte dieser Goldwürfel? Das heißt eigentlich, wie groß wäre dann dieser Goldwürfel? Bitte jetzt auf Pause drücken und dann vergleichen wir das Ergebnis. Und hier ist die Lösung. Wir wissen von diesem Würfel, dass er ein Volumen von 8000 Kubikmetern hat. Das heißt, 8000 ist gleich A mal A mal A. Und bei dieser Aufgabe müssen wir auch, so wie vorhin schon mal, uns überlegen, welche Zahl mit sich dreimal multipliziert, liefert die Zahl 8000. Das ist ein bisschen ein Herumprobieren, aber im Endeffekt kommt man dann drauf, dass a gleich 20 ist, denn 20 mal 20 mal 20 ist 8000. Wem das Herumprobieren zu mühsam war und der sich vielleicht fragt, kann man das nicht irgendwie einfacher lösen? Ja, das geht. Man kann auch die dritte Wurzel ziehen, aber das ist vielleicht noch nicht allen von euch bekannt. Durch ein Herumprobieren kann man aber auf jeden Fall dieses Ergebnis auch bekommen. Die Antwort also lautet, dass der Goldwürfel eine Kantenlänge von 20 Metern hätte. Und das ist eigentlich gar nicht mal so viel, denn wir reden hier vom gesamten Gold auf der ganzen Welt. Und da ist eigentlich ein Würfel mit 20 Metern Kantenlänge gar nicht mal so groß. Naja, das war's auf jeden Fall von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch einige neue Sachen über den Würfel erzählen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!